Rapper Jigsaw machte in den letzten Monaten nicht viele Schlagzeilen mit seiner Musik, eher mit seinen negativen Äußerungen gegenüber Rappern und vielen anderen Menschen, Prominente und Stars in der Hip-Hop-Szene. Diese ganzen Beefs und Streitereien brachten ihn wirklich Shitstorms, eine nach den anderen. Sein letzter Shitstorm war mit der AfD, danach war es mit den Geistens, ja. Mittlerweile ist sein allergrößter Shitstorm, oder besser gesagt sein größter Beef in seiner Karriere, der Beef mit seinem ehemaligen Freund Samariter, meine lieben Freunde. Das nächste Opfer von Jigsaw scheint wohl jetzt der Rapper Datalove zu sein. Datalove ist das neue Signing von dem Rapper UFO361, meine lieben Freunde. Und Datalove ist auch mittlerweile auch ziemlich erfolgreich als Newcomer, also mit nur einem Hit hat er mit UFO, glaube ich, sich eine sehr große Reichweite aufgebaut und ist, glaube ich, jetzt schon ein etablierter Newcomer, meine lieben Freunde. In diesem Video zeige ich euch einen kurzen Instagram-Post von dem Rapper Jigsaw, wo er angeblich gegen Datalove austeilt. Yo, this is the new wave, yo, this is swag, wir wollen ein bisschen rumswaggen und wir wollen uns ein bisschen, you know what I'm saying, and, yes, this is my new dreads. We're gonna make rap great again. And yes, shout out to all my fick doch deine Mutter halt deine Fresse. Und jetzt, bevor ihr Fitner macht, wegen der letzten Story, einen auf Data oder UFO, ich kann euch alle entwarnen, ich bin ein Fan. Data, ich bin ein Fan! Data! Woo! Bester Mann! Datalove, Alter, bester Mann. Am Ende dementiert er, dass er nicht Datalove damit meint, aber es gibt ja nicht wirklich viele Rapper, die solche, ich weiß nicht, wie solche Frisuren heißen. Es gibt auf jeden Fall nicht so viele Rapper, die sowas tragen. Ob er Lelano damit meint, weiß ich nicht, meine lieben Freunde, auf jeden Fall. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir eure Meinung bitte unten in die Kommentare. Das war's mit diesem schönen Video. Ich danke euch. Peace and out. Thank you.